künstlerischer Zusammenschluss. Hessens Kunstministerin Eva Kühne-Hörmann hat heute in Wiesbaden das neue hessische Staatsballett vorgestellt. In der kommenden Spielzeit soll die Kooperation der Ballettsparten aus Darmstadt und Wiesbaden intensiviert werden. Die Intendanten betonten, dass die Fusion keine wirtschaftlichen, sondern rein künstlerische Gründe habe. Die positiven Aspekte sind, dass man als Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt alleine nicht so große Auftritte haben konnte, wie man das jetzt haben kann. Und indem diese Kooperation an beiden Standorten stattfindet, können wir Tanz und Ballett einfach besser herausbringen. Künftig sollen die Theater in beiden Städten zu gleichen Teilen mit Premieren bespielt werden. Der feste Kern des Ensembles besteht dabei aus 28 Tänzerinnen und Tänzern und wird von Chefchoreograf Tim Plegge geleitet. Zusätzlich sollen auch internationale Gastchoreografen eingeladen werden.